Hallo, in diesem Video zeige ich dir, wie du deinen A1 AutoCube von Sixel an der Hausmauer montierst. Für die Installation benötigen wir die Gerätehalterung, die Wandhalterung, die 4 Rundkopfschrauben, die M3 Blechschraube, die 4 Stück M4 Blechschrauben samt Dübel, einen Bleistift, einen Kreuzschraubendreher, einen Hammer und eine Bohrmaschine. Jetzt positionieren wir den Cube, damit du den besten 5G-Empfang hast. Lade dir einfach die Sixel Air App auf dein Smartphone herunter. Du findest den Link auch unten in der Videobeschreibung. Verbinde dein Smartphone mit dem WLAN des A1 AutoCubes. Scanne dazu einfach den QR-Code auf dem Geräteaufkleber. Du kannst dich alternativ mit den Zugangsdaten auf dem Geräteaufkleber ins WLAN einwählen. Ein Hinweis: Dieses Netzwerk ist nur für die Einrichtung gedacht. Nach der Einrichtung musst du dich direkt mit deiner A1 WLAN-Box verbinden, um das Internet nutzen zu können. Du kannst die Sixel Air App nutzen, um den optimalen Standort für den A1 AutoCube zu bestimmen. Halte den AutoCube an mögliche Montageplätze und teste verschiedene Geräteausrichtungen. Je näher der angezeigte RSRP-Wert an 0 liegt und je schneller das Piepsen wird, desto besser ist der Empfang. Nimm die Wandhalterung als Schablone und platziere sie dort, wo der A1 AutoCube hängen soll. Mit einem Bleistift zeichnest du dir die 4 Bohrlöcher vor. Jetzt an den markierten Stellen mit der Bohrmaschine 4 Löcher bohren. Nimm einen Bohrer, der für die Dübel passend ist. Jetzt steckst du die Dübel in die Löcher. Bei Bedarf verwendest du einen Hammer. Verwende die 4 M4 Blechschrauben, um die Wandhalterung an der Wand zu befestigen. Die 4 Rundkopfschrauben verwendest du, um die Gerätehalterung auf der Rückseite deines AutoCubes zu montieren. Schiebe nun den A1 AutoCube von oben nach unten auf die Wandhalterung. Fixiere nun den AutoCube, indem du die M3-Schraube von unten durch die Geräte- und Wandhalterung führst und festziehst. Ich wünsche dir nun viel Spaß beim Surfen.